Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, ich bin OnePlus-Fan. Und ihr habt es im Titel schon gelesen, Trading Shenzhen hat es möglich gemacht, sie unterstützen mich bei diesem Video. Danke dafür, hier vor mir liegt das OnePlus 9 Pro. Ich wollte es unbedingt mal in die Finger kriegen. Jetzt liegt es hier. Wir packen es heute aus. Ich schildere euch meine ersten Eindrücke und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, mittlerweile können wir von einer typischen OnePlus-Verpackung sprechen. Rot gehalten, in die Länge gezogen. Hier nochmal OnePlus 9 Pro 5G. Verweist jetzt OnePlus auch auf seine Verpackung und hier unten natürlich nicht zu übersehen die Zusammenarbeit bei der Kamera mit Hasselblad. Ja, sonst ist die Packung relativ unscheinbar. Hier ist auch nochmal ein Haar für Hasselblad drauf. Das ist sehr schön, es glänzt so ein bisschen und sonst sehen wir hier eigentlich nicht viel. Ja, das Gerät ist importiert und jetzt werden einige sagen, OnePlus importiert und die sich auskennen, die wissen, in China erscheint das OnePlus 9 Pro mit der Color OS Oberfläche und nicht mit Oxygen OS. Trading Shenzhen geht hier hin und installiert euch aber die globale Version von Oxygen OS mit dem Play Store und allem drum und dran. Ihr könnt ganz normal Updates machen. Links zu dem Gerät findet ihr natürlich alle unten in der Videobeschreibung. Wir machen jetzt gar nicht lang weiter rum, sondern schneiden hier die Siegel auf. Natürlich war es auch deswegen schon auf die Verpackung, da Trading Shenzhen ja dann Hand angelegt hat und da alles installiert hat, was ihr so braucht. Ich bin richtig gespannt, was uns erwartet. Ich wollte, wie gesagt, das Gerät unbedingt haben und jetzt ist es hier. Das stellen wir mal auf die Seite und hier auch typisch für Trading Shenzhen. Ich sage immer wieder, ich finde das wirklich toll. Das Gerät wird auf Herz und Nieren geprüft, ob irgendwelche Displayfehler da sind oder halt auch, dass der Play Store richtig installiert ist, dass die Software richtig installiert ist, Bluetooth funktioniert und so weiter und so weiter. Finde ich einen super Service. Wie gesagt, schaut gerne mal unten vorbei. Ja, hier ist schon das Gerät oben auf und ich sehe schon die Farbe. Die ist wirklich sehr, sehr schön gewählt. Es gibt drei Farben, Morning Mist, Astral Black und hier das müsste dann Pine Green sein. Ich bin wirklich gespannt, wenn wir es ganz auspacken, was uns da erwartet. Jetzt heben wir mal den Papiertray hier raus. Er ist auch aus Pappe, nicht aus Plastik. Das ist sehr gut. Und schauen, was hier alles an Zubehör dabei ist. Das war's. Wir haben hier direkt mal was Cooles. Ihr habt hier eine Hülle mitgeliefert in der Farbe des Smartphones. Also da könnt ihr jetzt schon mal schauen, wie die Farbe aussieht. Hier nochmal Never Settle, der Spruch von OnePlus, den sie ja überall draufdrucken. Und die legen wir nachher mal an. Da schauen wir mal, wie das alles so passt. Ja, was haben wir noch? Das hier können wir dann getrost mal auf Seite legen. Dann haben wir hier nochmal, leider natürlich auf Chinesisch, alles, was das Gerät so kann oder hat. Die Punkte sind beschrieben, aber Chinesisch kann ich leider noch nicht. Schauen wir mal weiter. Und hier, jawohl, OnePlus führt es fort. Neue OnePlus-Sticker sind auch wieder mit dabei. Sehr schön gemacht. Und natürlich auch hier Warranty Card und User Guide, aber alles auf Chinesisch. Damit müsst ihr natürlich umgehen und ich glaube, damit kann man auch umgehen. Ja, dann haben wir noch den Willkommensbrief hier von Pete Lau, sehr wahrscheinlich wieder. Ich lasse ihn zu, da kann ich mal in Ruhe lesen. Aber ich denke mal, es ist auch auf Chinesisch, also deswegen lasse ich es eh zu. Und hier das SIM-Check-Tool legen wir erstmal auf Seite. Und dann kommen wir zu dem weiteren Zubehör. Wir haben hier ein USB-C auf USB-C Lade- und Datenkabel. Das sollte bei allen Geräten mittlerweile der Standard sein. Wieder die rote Farbe des Kabels und ihr braucht auch, um die volle Wattleistung, die 65 Watt, was das Netzteil kann, mit in Verbindung des Kabels, dass ihr euer Gerät auch dann mit voller Leistung aufladen könnt. Wie gesagt, 65 Watt, den 4500 mAh starken Akku damit aufladen könnt. Ja, der Akku kann nicht nur
mit Kabel geladen werden. Der Akku kann auch noch viel mehr. Ich erzähle schon mal ein bisschen weiter, wenn ich hier aufräume. Der Akku, der 4500 mAh starke Akku, kann auch wireless geladen werden. Ihr habt hier schon auf der Folie den Hinweis, 50 Watt wireless, und er kann sogar reverse wireless. Ich habe es nicht genau gefunden, 10 oder 15 Watt, das könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, der es weiß. Ja, und jetzt machen wir gar nicht lang rum, sondern machen hier die Folie ab, und ich bin wirklich gespannt auf die Farbe. Es ist jetzt noch ein Sticker hinten drauf, den ziehen wir noch schnell ab, und boah, also das ist ja mal mega krass. Matt gehalten ist die Farbe. Und das Pine Green, also das sieht wirklich sehr hochwertig aus. Boah, ist das geil. Das geht gar nicht anders, dass ich das so sage. Das ist ja mal mega geil. Fingerabdrücke nimmt das Teil überhaupt nicht an. Wunderbar. Das OnePlus Logo ist in die Mitte gewandert. Da kenne ich noch eine Firma, die das vorgemacht hat. Aber sei es drum. Dann hier der Kamerabump mit dem, ja, Hinweis Hasselblatt. Und, aber da kommen wir später dazu. Boah, also das ist ja mal mega krass. Guckt ihr euch mal die Farbe an. Die gefällt mir richtig gut. Wir haben hier einen Metallrahmen, der glänzt. Aber finde ich es gar nicht so schlimm, dass der glänzt. Sehr hochwertig fühlt sich das an. Dann haben wir hier den Power-Button, der natürlich toll verarbeitet ist. Der Alert-Slider bei OnePlus immer mit dabei. Finde ich wirklich super und verstehe einfach nicht, warum das andere Hersteller nicht auch machen. Das ist wirklich einfach ein super Teil. Ultra schnell hat man sein Gerät dann so eingeschaltet, wie man es haben will, auf stumm, vibrieren oder natürlich laut klingeln. Ja, bis auf Antennenstreifen und ein Mikrofon hier oben haben wir gar nichts. Dann auf der linken Seite haben wir auch hier gegenüber des Powerbuttons haben wir hier die Lauter- und Leiser-Taste. Eine Wippe, also die ist auch toll verarbeitet. Ich bin total perplex gerade von dem Gerät, wie cool das aussieht und wie toll das verarbeitet ist. Wir haben hier unten einen SIM-Kartenschacht, schauen wir rein, aber ich denke, OnePlus-typisch kann man den verbauten internen Speicher nicht erweitern, der übrigens 256 GB groß ist, und ihr habt hier ja die Möglichkeit, von zweimal SIM-Karten zu verbauen, da könnt ihr nichts erweitern. USB-C-Anschluss hier und einer von zwei Lautsprechern, der Stereo-Lautsprecher hier unten und der zweite in der Hörmuschel. Schade, dass OnePlus jetzt noch nicht hingeht und wie andere Hersteller hier oben noch einen zweiten Auslass macht, aber die dürften sich trotzdem richtig gut anhören. Ja, Maße des Geräts, und die sind wirklich schön handlich, haben wir 73,6 mm, 163,2 mm und es ist 8,7 mm dünn oder dick. Es liegt wirklich super in der Hand. Also ich komme jetzt gerade vom Mi 11 Ultra. Da ist natürlich jedes Smartphone klein und handlich. Video zum Mi 11 Ultra findet ihr auch hier oben im i oder unten in der Videobeschreibung. Schaut doch gerne da mal vorbei. 197 Gramm. Also auch noch unter 200 Gramm. Es liegt super in der Hand, das kann man gar nicht anders sagen. Und ich bin wirklich so begeistert von der Farbe. Mega. Also jetzt drücken wir aber mal den Power-Button und schauen uns mal das 6,7 Zoll große Fluid AMOLED Display an mit einer Auflösung von WQHD+, also 1440 x 3216 bei 525 ppi. 120 Hertz Bildwiederholungsrate, 240 Hertz Abtastrate. Das Display kann eine Maximalhelligkeit von 1300 Nits erreichen. HDR10 Plus fähig, 10 Bit Farbtiefe, Gorilla Glass 5 geschützt. Leider nicht Gorilla Glass 7 Victus, das neueste, aber Gorilla Glass 5 ist natürlich auch super. Ihr könnt natürlich ein Always-On-Display aktivieren. Dual-Edge-Kanten, ganz leicht gecurved hier an den Seiten. Da sehe ich, es auch eine Display-Schutzfolie vorinstalliert, die nicht sehr schön drauf gemacht ist, weil hier haben wir schon Blasen drunter. Das ist ein bisschen schade. Aber da kann man sich ja dann Abhilfe schaffen und dann eine neue sich kaufen und dann drauf machen. Ich weiß auch nicht, ob das bei jedem jetzt so ist, bei jedem Gerät. Hier ist es mir direkt aufgefallen. Ja, und hier oben haben wir eine Frontkamera, ein kleines Punch-Hole. Das Gerät ist, wie gesagt, schon eingerichtet. Dann kann ich euch auch mal hier die Punch-Hole genauer zeigen.
In der Punchhole verbaut ist eine 16 Megapixel Sony IMX 471 mit einer Blende von f2.4. Ja, bei Kameras, da gehen wir nochmal auf die Rückseite und schauen erstmal, was es da so gibt. Und hier ist natürlich das Highlight des Geräts. So mag es natürlich OnePlus zu sagen. Wir schauen uns das mal in Ruhe an. Wir haben hier vier Sensoren. Einmal den 48 Megapixel Sony IMX 789 Sensor. Er ist zusammen mit Sony entwickelt worden mit einer Blende von f1.8. Die Software, die macht Hasselblad, dass die Fotos noch realistischer und schöner aussehen sollen. Da bin ich mal gespannt. Wenn ich es packe, blende ich euch die ganze Zeit auch schon ein paar Fotos ein. Der zweite Sensor ist ein 50 Megapixel Sony IMX 766 Sensor mit einer Blende von f2.2. Und das ist ein Ultra-Weitwinkelsensor mit einem krassen Weitwinkel von 140 Grad. Das ist nochmal 2 Grad weiter wie das Mi 11 Ultra. Und des Weiteren haben wir dann noch einen 8 Megapixel Telesensor, der ist von Omnivision mit einer Blende von f2.4. Der vierte Sensor, ja, das macht ja OnePlus mittlerweile wie Oppo, ist ein Monochrom-Sensor. Damit sollen doch wirklich mehr Details in die Fotos kommen. Auch hier eine Blende von f2.4. Und was kann die Kamera denn alles so darstellen? 8K-Videos gehört ja mittlerweile in der Flaggschiff-Klasse zum guten Ton. Aber OnePlus ist einer der einzigen Hersteller, der auch 4K 120 FPS unterstützt. Und das ist wirklich sehr interessant. Da kann man bestimmt ganz tolle Zeitlupen-Videos machen. Da bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Und ich probiere es natürlich aus. Und ihr könnt alles, auch vielleicht solche Zeitlupen-Videos, bei mir auf Social Media sehen. Ich blende euch hier oben natürlich wieder was ein. Da könnt ihr gerne folgen, da freue ich mich natürlich drüber. Die Videos sind natürlich ultra stable, ja, stabilisiert. OnePlus hat es als einer der ersten Hersteller hinbekommen, auch 4K 30 schön zu stabilisieren. Und das sieht ja wirklich mal super klasse aus. Also da gibt es nichts zu meckern. Schönes Wetter heute. Die Videos können natürlich super stabilisiert werden. Ich hoffe diesmal auch in 4K. Leider bei dem Mi 11 Ultra zum Beispiel nicht. Hier weiß ich es noch nicht. Da schaue ich natürlich nach. Ihr habt hier auch eine optische Bildstabilisierung für die Fotos. Der Telesensor kann einen Zoom von 3,3-fach darstellen, der auch optisch bildstabilisiert ist. HDR kann natürlich eingeschaltet werden. Ein Nachtmodus. Die Bilder können im RAW-Format abgespeichert werden. Und so weiter und so weiter. Die Kamera scheint einiges drauf zu haben und jetzt schauen wir uns mal die Software an, weil auch die hat einiges drauf. Und bisher sehe ich noch ein paar chinesische Zeichen. Ich denke mal, das kann man alles noch mal umstellen. Aber ihr seht hier unten fängt es schon an und es ist alles auf Deutsch. Nur hier oben ist was auf Chinesisch und dann kann man hier OnePlus-Konto anlegen. Das kann man aber auch auf Deutsch. Ganz, sage ich mal, eingedeutscht ist die Software dann anscheinend noch nicht. Aber wir schauen jetzt gerade mal, wenn ich hier sowieso bin, bei Display, ob auch die 120 Hertz schon eingeschaltet sind. Hier können wir noch ultra hohe Videoauflösung anschalten, machen wir natürlich direkt. Und ja, die Bildwiederholungsrate ist schon auf 120 Hertz, die Auflösung, die müssen wir noch auf QHD wechseln. Das machen wir jetzt so, es ist ja auch gewechselt. Jetzt haben wir WQHD Plus Auflösung mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hertz. Ja, und dann sind wir wieder im System und jetzt, jawohl, 120 Hertz, das ist doch jetzt schon anders mit WQHD. Man merkt es eigentlich direkt. Hier natürlich Oxygen OS in der Version 11. Als Grundgerüst haben wir auch natürlich Android 11 und gepowert wird das Gerät von dem Snapdragon 888. Wie soll es auch anders sein? Ich hoffe, dass OnePlus es besser hinbekommt mit der Kühlung des Chipsatzes. Da bin ich wirklich gespannt drauf, weil Xiaomi Smartphones mit dem Chipsatz werden doch deutlich warm, das Gehäuse, und daran schuld ist halt der 888. Es ist ein Octa-Core mit 2,84 GHz. Unterstützt wird das Ganze von einer Adreno 660 Grafikeinheit, 8 bzw. 12 GB RAM, LPDDR5 RAM, 256 GB interner Speicher, UFS 3.1.
Also alles vom Feinsten. Die AnTuTu Benchmark-Punkte liegen bei 765.671. Ja, was kann das Gerät noch? Also es ist ja ein High-End-Smartphone vom Preisbereich. Die kleinste Version kostet 787 Euro bei Trading Shenzhen zum Beispiel. Und die größte Version, da sind wir bei 847 Euro. Da könnt ihr euch entscheiden, was ihr da euch kaufen wollt. Könnt mal schauen, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Was gibt's zu beachten? Der Play Store und alles ist auf Deutsch, überhaupt kein Problem. Ihr bekommt ganz normal die Updates eingespielt, alles kein Problem. Ihr könnt das Gerät komplett ohne Einschränkungen hier in Deutschland verwenden. Ihr habt LTE Band 8, 20, 28, 5G Band, das N78, das Wichtige. Ihr habt WLAN 2,4 und 5 GHz, Wi-Fi 6 natürlich auch. Bluetooth 5.2, NFC und nochmal zu erwähnen, 4500 mAh starker Akku, 65 Watt, Laden mit dem Netzteil und keine Angst, natürlich auch Trading Shenzhen legt immer einen Adapter mit, dass ihr auch das Originalnetzteil natürlich verwenden könnt. Ihr könnt auch 50 Watt Wireless und auch Reverse Wireless Charge laden. Ja, was soll ich noch sagen? Ihr könnt auch diese geile Farbe natürlich auch bekommen. Aber auch die anderen Farben sind bestimmt ganz cool, aber das gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja, und wenn ich jetzt noch weiter hier schwärmen wollte, dann geht das, ja, das Video bestimmt noch 10 Minuten länger. Deswegen soll es das gewesen sein für das Video über das OnePlus 9 Pro. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!